Alice, hast du das gesehen? Das ist der englische Buchstabe Y. Er spielt mit einem Jojo. Wenn der Buchstabe Y am Anfang eines Wortes steht, wird er J ausgesprochen. Wie im Wort Jojo. Sean, erinnerst du dich, dass wir die Farbe finden müssen, mit der wir die letzte Klangplatte des Xylophons bemalen können? Ja. Mit dem Buchstaben Y fängt das Wort Yellow an. Gelb. Jetzt können wir die letzte Klangplatte anmalen. So, jetzt müssen wir noch den Buchstaben Z finden. Das ist der letzte Buchstabe des englischen Alphabets.